So, wenn jetzt Fast and Furious 6 anguckt, Spoiler-Alarm, ne? Ah, das ist ein krasser Film. Ja? Und 5 haben ja, 5 haben ja schon vorgestellt als DVD. Jetzt, und hat er herzlich gekriegt, 5. Ja? Jetzt bei Blu-ray habe ich 5 angeguckt, haben es dann halt nicht nochmal bewertet für euch, weil sie ja das schon gemacht haben. Ja? Und die haben halt die Blu-ray-Box gekauft. Echt super Menü, selber, super Computergrafik. Weil mir ist das halt so, dass ich das ein bisschen unter Kontrolle habe. Wenn die neue Film haben, kommt es auf den Stapel. Dann gucken wir den neuen Film an. Mach Filmkritik für euch. Ja? Und dann kommt sie mal in die DVD-Sammlung. Ja? Wenn es einfach ist, das. Und ja, war ein knallharter Bomberfilm. Gut, 8 habe ich als DVD auch bewertet. Den gucken wir zwar auf Blu-ray, aber den bewerte ich jetzt nicht nochmal. 5 von 8 hat schon herzlich gekriegt. Ja. Dann überspringen wir die, wo wir schon bewertet haben, auf DVD. Die muss ich jetzt nicht auf Blu-ray nochmal bewerten. Ja. Weil sie noch nicht gesehen haben, bei Fast and Furious das bewerte. Und 6 habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Den da Fast and Furious 6. Ja. Einfach ein geiler Film. Ja. Jetzt kommt mir vor, Spoiler-Alarm an der Stelle. Ja. Und ich liebe alles Message von den Fast and Furious-Filmen. Da habe ich die Filme gar nicht gekannt. Da habe ich schon vor vielen Jahren gesagt, wir sind keine Armee, wir sind eine Familie in meinem Kanal. Ich und die Abonnenten, wo wir wohlgesonnen sind. Und die Familie halt auch zusammen. Wenn ich halt dann mit jemand anders Sympathie trägt und ertragen oder eine Freundschaft sich aufbauen kann, dann ist bei uns halt in unserem Kanal wichtig, Familie werden, Loyalität. Ja. Und das Gleiche hat der Film, sagt der Vin Diesel als Dominic Toretto auch so. Und das sind gerade meine Werte, die schon vor dem Film kennen. Ja. Ja. Buddhistische Werte, christliche Werte, Martial Arts Werte, Familie ist Familie. Und der Film ist super. Der hat mich vom Intro schon unterhalten, wie es Fast and Furious 6 zusammengeschnitten ist. Ich habe also noch keinen Fast and Furious Film gesehen, der mich enttäuscht hat. Die waren alle super und die haben mich alle mitgenommen. Ja. Und gerade jetzt Fast and Furious 6, Spoiler-Alarm, geht raus. Da war schon das Intro mega spannend. Ja. Und Dominic Toretto, der ist auf seiner Terrasse und dann kommt der Rock Dwayne Johnson rein, als er spielt ein Polizist. Und die standen sich nämlich so als Feinde gegenüber wie in Teil 5. Ja, und verstanden sich schon und Rock Dwayne Johnson sagt, du musst mir gefallen da, meiner Polizeiarbeit. Dafür gucke ich, dass ihr nicht polizeiaktiv verfolgt wird. Und ich muss ja eine Zwangsmesse freiwillig. So, und dann merkt man halt, da ist noch ein bisschen Barrikade da, ein bisschen Hindernis zwischen denen, aber eigentlich melden sie sich beide. Dann kommt ein geiler Actionfilm mit guten Stunts, mit guten Autorennen, mit guten Kampfszenen, auch, also Showkampfszenen, auch richtige Martial Arts Action kommt vor, der Blade Core auch gedruckt, da bist du von vorne bis hinten unterhalten. Ja. Echt krasser Movie. Was ich auch geil finde, ist die Bodybuilding-Leistung vom Rock Dwayne Johnson. Ja, das sieht ja aus wie, boah, brutal, ey. Also, wie ein laufender Fels, also als hätte man den mit Fleisch, als hätte man den mit Fleisch beschmissen. Ja. Und Vin Diesel auch super Bodybuilding-Form, auch nachkriegt bei Fast and Furious 6. Also da hast du den Eindruck, den noch eine Schippe drauf, packt noch eine Masse und das sieht so ästhetisch aus, da hast du manchmal den Eindruck, die zerreißt gleich so massig sind sie. Und auch gute Form, also krass, was die da braucht, eine Bodybuilding-Leistung. Der Film hat mich mitgenommen, der Film war spannend. Dann hat der Film auch Story gehabt, vielleicht nicht so Story wie andere Filme, aber auch der Story gehabt. Als Wichtigste, der Film hat mich unterhalten. Und das ist halt das Wichtigste mal im Actionfilm. Und da hat alles passt. Also warst du, da bist du, hast ja aufpassen müssen, dass du mitkommst mit der Action-Szene. Es war ja Action
in Dauerschleife. Das war ja, ja. Also richtig krass. Ja. Richtig krass, der Film. Also Bomberfilm. Ja. Ist ja auch zur Neige geworden, weil der Brian Walker, ja, der Blonde, der mal bei der Polizei war und jetzt Polizei war und jetzt voll in der Crew gehört zum Dominic Toretto. Der heiratet, hat die Schwester von Dominic Toretto geheiratet. Dominic Toretto wurde gespielt von Vin Diesel. Und Film mir als Lauch, nachdem ich den Film gesehen habe. Ja, auf jeden Fall, ja, der Brian Walker heiratet die Schwester von Dominic Toretto und die kriegt ein Kind und so. Und dann will er sich zurückziehen und die Schwester sagt, ja, dein Schwager hat Probleme und will das eigentlich gegenseitig beschützen. So. Dann tut der Brian Walker mit Vin Diesel und Rock Dwayne Johnson die Welt retten. Also gefährlich Gangster aufhalten und der gefährliche Gangster, der hat quasi noch die Schwester von Dominic Toretto entführt, also die Frau von Brian Walker, das Kind, den sie noch in Sicherheit braucht. Und dann sagt er, du lässt mir jetzt rauslaufen mit dem Computerchip, wo die Welt bedroht. Und wenn ich am Horizont sehe, dann stirbt die Frau. Ja. Das stirbt deine Schwester. So, jetzt sind sie denen ja dann doch hinterhergehechtet, weil wenn sie bekämpft worden, können sie in der Zeit nicht anrufen, dass der andere die Frau erledigt. Und es war ein spannender Finalkampf, eigentlich im ganzen Film spannende Actionkämpfe und Verfolgungsjagde und auch Autorennen und so. Auch ein geiler Film. Ja. Und ich fand es halt auch gut, weil das Gegenteam, das war wie das Spiegelbild zu denen. Da hast du halt auch ein riesen Muskelpaket gehabt, da waren Martial-Arts-Kämpfer dabei und ja, also nicht ganz, aber es war ein bisschen Spiegelbild zum Dominic Toretto sein Team. Nur dass das böse Team halt immer gesagt hat, wir sind zielstrebig, wir nutzen uns gegenseitig aus und Dominic Toretto sagt, wir sind eine Familie. Ja, Familie. Ja, auf jeden Fall ein spannender Actionkampf, aber am Schluss mit dem fliegenden Flugzeug, wo nicht gewusst hat, was passiert und er hat im Gegenteam war, also genau, dann, oh, ja, dann, also war, denn schon war es schon Spiegelbild vom Charakter, ein bisschen, nein, vom Charakter, nicht, auf dem Optischen war es halt so Spiegelbild von Dominic Toretto sein Team, und Dominic Toretto sein Team ist halt ein gutes Team, mit guten Leuten, also vom Charakter her, während das andere böse Team halt ein bisschen verdorben war, und, also war es schon gut. Ich will doch nicht genau erzählen, wie die sich ähnlich waren, müsste ich Fasten für Sex auch gucken, wenn das noch nicht sehen. Und was ich auch gut gefunden habe, wieder Vin Diesel und Rock Dwayne Johnson in dem Film als Team agieren und einfach gut harmonieren. Ja. Und da kam ja die Rock Dwayne Johnson Wrestling-Ära wieder raus. Da eine, Vin Diesel hat den Muskelprotz von einem feindlichen Team hochgehoben, Rock Dwayne Johnson hat einen Flying Clothesline gegeben. Ja. Geiler Actionfilm, also, bis zum Schluss war und halt zieht sich halt Länge, was negativ war. Also, dass ich in Länge ziehe, war definitiv positiv, weil du warst nicht auch immer langweilig. Das Einzige, was negativ war, war halt. Ja, normal sind ja fast ein Fuß, treten heiße Frau auf. Ja, heiße Frauen sind auftreten, aber ganz wenig. Und im Fall schon Dress, also war ein Overdress. Ja, ich habe schon andere fast ein Fuß-Filme gesehen, da sind sie im Tanga rumgesprungen, das hätte man sich beim sechsten Tag auch gewünscht. Vor allem, ja, oder halb bekleidet und so. Und beim sechsten Tag waren sie overdressed, da hat man sowas nicht gesehen. Das fand ich traurig, vor allem weil die Zahl 6 heißt, dann kriegt man auch das Erwarter, was die Zahl verspricht. Und ja, aber hat im Film keinen Abbruch da war, obwohl ich sowas man auch erwarten kann. Ja. Starke Männer, schnelle Autos, heiße Frauen. Ja. Finde ich gut, dass immer dann beim Schluss zur Familie so Grillfestler hin, also keine vegane Familie. Und dann ist auch der Rock Dwayne Johnson gekommen und hat gesagt, ihr seid alle frei, ich suche keiner mehr, ihr habt eure Schuldigkeit mit dem Auftrag erledigt.
krasser Film, ey. Also, alles passt, Action-Szene passt, Showkämpfe passt, Bodybuilding-Leistung passt, Story war ja vorhanden, die hat ja auch passt. Ich war voll unterhalten. Die sind ja durch die Welt gereist, die waren ja in Hongkong, in London und hast du nicht gesehen. Also total die Welttour gemacht. Und der Film hat er herzlich verdient. Ja. Und ich bin froh, wenn ich die Fastenführungsreihe zu Ende bringe. Perfekter Film, Fastenführung 6, wenn ich die Reihe zu Ende bringe. Mit euch, dann kommt der bei mir vor Expendables rein, da habe ich so ein Rennfahrer-Ding und da kommt der rein, da ist der Arm aufgeräumt und da passt es. Ja. Heute habe ich frei. Ja, dafür muss ich halt am Wochenende Nachtschicht machen, aber passt halt. Dafür hat man abends um 100 Uhr frei. Ja, da gibt es ja bei uns in der Fabrik einen Plan, wie jeder fährt und von der haben den kann ich den Gefallen machen. War ein begeisterter Fastenführer 6. Bomberfilm. Also heißt ja immer, da soll ein paar schlechte Teile dabei sein. Bis jetzt waren alle Fastenführerfilme, die ich gesehen habe, super. Ja. Von 1 bis 6 habe ich jetzt gesehen, Fastenführer, der 10. Teil habe ich im Kino gesehen. Ja. Ja, wie schon gesagt, ich denke, dass man auch Kinos unterstützen soll. Gut, es war heute auch Atmosphäre im Kino, wo ich den Fastenführer 6 auch geguckt habe, muss ich sagen, auch vom Sound her. Da hat auch, beim Schluss kommt auch ein Panzer, da hat irgendwas da mit dem Panzer umeinander da und dann habe ich gedacht, das war Geräusch im Gang und bin erschrocken. Nicht. Der Sound hat mich umrundet. Ja. Und ja, also einfach geiler Film. Ich denke mal, man sollte sich auch das im Kino angucken, weil es ja Historie bei vielen Filmen. Da kannst du sagen, ich habe den schon im Kino gesehen. Im Kino ist halt auch noch ein besonders gutes Erlebnis. Und ich kenne andere, die loben das Kino und haben die und die Filme nicht im Kino gesehen, sondern einfach warten, bis halt die Blu-ray und DVD rauskommt. Finde ich auch schade. Also, warum macht man das so? Man soll dann halt nicht nur schwätzen, sondern auch das Kino unterstützen und nicht nur drüber reden, sondern die Dinger auch die Kinos auch noch unter den Arm greifen. Ich habe Krieg 3 im Kino gesehen. Ja. Und hat es mir auf Blu-ray gekauft. Ich habe John Wick 4 im Kino gesehen und den habe ich noch jetzt nicht gekauft. Obwohl er ja, hat was für sich. Ja. Aber nur durch Donnie Yen in meinen Augen und durch Scott Adkins, wenn ihr das ein bisschen anders hört, ist okay. Und Fastenführungsszene habe ich auch im Kino gesehen, ja, mit dem Aquaman. Was kann man mit der Darsteller heißt, könnt ihr ja unter Kommentaren mal schreiben. Da, ja. Ja, Fastenführer 6, also finde ich super. Auf alle Fälle halt auch, weil die so Gemeinschaftsdynamik haben. Ich denke mir frei, wenn wir Filmfans auch so Gemeinschaftsdynamik haben, uns gegenseitig unterstützt, uns nicht gegenseitig niedermacht, weil wir haben einfach die gleiche Leidenschaft. Und jeder will in Frieden, Ruhe, seine Leidenschaft ohne Beef leben. Und wir haben ja viel gemeinsam, wenn jeder Filme sammelt. Und und da kann man sich auch austauschen und sich gegenseitig Text machen oder sich mal auf Filmbörsen treffen oder sonst was machen, aber mal Grillabende oder Filmabende, das wäre ganz krass. Ja, also so, ja. Also dass es nicht zu lang wird, wenn man das noch hochladen können. Also das ist jetzt das Schaft, ja. Und das ist die DVD, Blu-ray-Box, ja. Und das war der 6. Teil. Was ich auch Mangel finde, dass da keine Nummer auf die CDs draufstehen. Aber das ist jetzt nicht schlimm, hab's auch der Rest stimmt soweit alles. 7. Teil habe ich auch noch nicht gesehen, 8. Teil habe ich schon gesehen. Und, ja, das habe ich jetzt vergessen vorher zu erwähnen. Und jetzt bin ich schon gespannt auf den 7. Teil. Und ja, ich glaube, weil ihr entscheidet ja selber, ob was gut ist oder nicht gut ist. Das lassen wir doch noch von anderen sagen. Und wenn ihr andere Meinung habt über eine Sache, ist auch Geschmackssache, sage ich das auch. Ich habe schon oft erlebt, dass viele gesagt haben, der und der Film ist schlecht und da war das super. Ja. Oder manche haben einen Film hochgehoben, den ich für schlecht gefunden habe. Und da denke ich, was, warum, weshalb, das, was war das? Ja. Sieht halt jeden Blickwinkel anders aus, jeder hat ein bisschen anders Geschmäckle. Ja. So. Ich hoffe, dass im 7. Teil die Chicas kommen, die Divas, der heißen Szene, der Tanga-Szene,
Ja, Li Fung ist, sieht gern Tanga Girls an. Ne? Ich bin ein Tanga Girl Fan. So, liebe Freunde, 15 Minuten ist in Ordnung. Ich wünsche euch ein gutes Nächtle und ja, seid lieb zueinander, nicht biefer und bis die Tage.